Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Marion Weber und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und habe mich spezialisiert auf Bindungs- und Entwicklungstrauma. Ich mache diesen Kanal, um euch zu unterstützen, die Folgen von Bindungstrauma auf euer Leben zu erkennen und euch Wege aufzuzeigen und Impulse zu geben, wie ihr da rauskommen könnt, damit ihr stark, stabil und selbstbewusst euer Leben auf eine liebevolle Weise gestalten könnt. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kennt ihr das, dass jemand etwas sagt oder tut, das euch dazu veranlasst, euch aus dem Kontakt herauszuziehen oder sogar den Kontakt abzubrechen? Vielleicht seid ihr wütend und verärgert oder vielleicht seid ihr sogar auch verletzt oder enttäuscht. Wie aber können wir nun unterscheiden, ob unsere Reaktion auf das Verhalten des anderen aus unserem Erwachsenenbewusstsein kommt oder ob es aus dem kindlichen Erleben kommt und letztlich eine Reaktion auf unsere eigenen Bindungsverletzungen aus der Kindheit sind. Und warum das so wichtig ist, dass wir das unterscheiden können, wen das interessiert, bis gleich. Sicherlich hat jeder von euch das schon mal erlebt, dass jemand anderer etwas sagt oder tut, das uns entweder sehr wütend und ärgerlich macht oder uns verletzt und enttäuscht. Und dass wir uns dann aus diesen Gründen von dieser anderen Person zurückziehen. Und manchmal ist es gut und richtig, sich von manchen Menschen zurückzuziehen. Und ein anderes Mal ist es aber auch nur eine Reaktion und nur hier in Anführungsstrichen auf einstige Bindungsverletzungen und führt über kurz oder lang in immer größere Einsamkeit und Abschottung. Und daher ist es so wichtig, dass wir unterscheiden lernen, ob der Rückzug, den wir vornehmen, aus unserem Erwachsenenbewusstsein kommt, aus unserer Kraft kommt und uns stärkt oder ob es aus unserem kindlichen Erleben kommt, aus unseren Verletzungen kommt und uns letztlich immer einsamer macht und damit natürlich auch schwächt. Solange wir als Erwachsene unter dem Bann unserer einstigen Kindheitsbindungstraumata stehen und ich sage jetzt mal unsere unbewussten, verletzten inneren Kindanteile das Handeln übernehmen, sind wir nicht in der Lage, ein starkes, selbstbestimmtes, freies und zugewandtes Leben zu leben, voller Mitgefühl und Liebe für uns selbst und für andere, mit der Fähigkeit, Grenzen zu setzen und bestimmte Dinge zu tolerieren und andere eben nicht zu tolerieren. Und ein Hinweis darauf, ob euer Kontaktabbruch oder euer Rückzug von jemandem aus der Stärke kommt oder aus der Schwäche, ist, wie ihr euch dabei fühlt. Immer wenn ihr euch klein und hilflos fühlt, immer wenn ihr euch verletzt oder gedemütigt fühlt, dann ist es ein Hinweis darauf, dass jetzt eure alten Bindungstraumata wieder getriggert werden und die verletzten inneren Kindanteile auf den Plan treten. Und dann ist es unmöglich, stark, sicher und stabil zu bleiben und zu handeln. In so einem Fall ist das Gebot der Stunde, sich diesen verletzten Anteilen anzunehmen und sie gut zu versorgen, bevor wir unsere Energie nach außen auf den oder die Verursacher oder Auslöser für unser Erleben richten. Man kann das tun, man kann die Energie nach außen richten, auf die Auslöser, aber das hilft natürlich unseren inneren verletzten Anteilen überhaupt nicht. Es mag uns eine kurze Erleichterung, ein kurzes Gefühl von dem habe ich es oder der habe ich es jetzt gegeben, aber es wird uns weiterführen in die innere Einsamkeit und dadurch natürlich auch in die äußere Einsamkeit. Ein weiterer Hinweis dafür, dass eure Reaktion aus einem verletzten inneren Kindanteil kommt, ist, ob ihr mit derjenigen Person reden könnt, ob ihr euch mitteilen könnt
und ob ihr euer Erleben sicher und ruhig schildern könnt. Sagen wir mal mehr oder weniger sicher und ruhig. Und dabei quasi als innerer Referenzpunkt immer noch das Wohlwollen dem anderen gegenüber spürbar ist. Und wenn das nicht so ist, wenn ihr eurem Gegenüber da so wie nicht in die Augen schauen könnt, dann ist es wieder ein Hinweis darauf, dass jetzt die kindlichen, verletzten inneren Anteile mit im Spiel sind. Und wenn das so ist, ist es ja auch nicht weiter schlimm. Das ist vollkommen in Ordnung. Solange das ungeheilt ist, wird es auftreten. Darüber dürfen wir uns im Klaren sein. Und bevor ihr das in euch verurteilt oder bevor ihr das weghaben wollt, nehmt es neugierig an, wenn möglich. Das ist also diese Haltung der Neugier. Ui, jetzt habe ich aber wieder einen Trigger gefunden. Ne? Jetzt erkenne ich, wie mein System reagiert. Jetzt erkenne ich meine Bindungsverletzungen. Das ist eine sehr gute und konstruktive Haltung, wenn wir uns im Prozess der emotionalen Heilung oder im Prozess der Traumaheilung befinden. Dann nämlich wird die Traumaheilung zu einer, ich sage immer, spannenden Abenteuerreise und nicht ein ätzend quälender, ganz schwerer Prozess. Traumaheilung ist immer, ich kann es nicht oft genug sagen, auch schmerzhaft. Ja? Und es fordert alles von uns aus meiner Erfahrung. Dennoch macht es einen Unterschied, wie wir diesen Weg gehen. Und wenn wir den mit Neugier und Interesse und auch mit Humor gehen, macht es diesen Prozess um ein Vielfaches leichter. Und ich finde schon, man kann auch Traumaheilung mit Humor begegnen. Zumindest in den Sitzungen, die ich mache mit meinen Leuten, wird auch, nicht nur, aber es wird auch viel gelacht. Es wird auch geweint. Es wird auch Schmerz gehalten. Es wird aber auch viel gelacht. Und aus meiner Sicht braucht es das auch zum Ausgleich. Und jetzt zurück zum Thema. Ein weiterer Hinweis darauf, von welchen inneren Anteilen euer Rückzug kommt, ist, wie fühlt ihr euch danach? Fühlt ihr euch gut und gestärkt und habt das Gefühl, ach, es ist eine Erleichterung, sich von dieser Person zurückgezogen zu haben? Oder fühlt ihr euch unsicher, eher geschwächt? Habt ihr Zweifel? Fühlt ihr euch eher nicht so gut? Dann ist es auch ein Hinweis, dass ihr unter dem Einfluss eurer einstigen Bindungsverletzungen gehandelt habt im Sinne des Schutzes. Ja, es ist immer so eine Art Selbstschutz. Denn früher war das ja eine Überlebensstrategie. Wenn die fortdauert im Erwachsenenalter, geht es in Richtung Selbstschutz. Und diese Art von Selbstschutz ist aber leider immer einengend, ist immer freiheitsberaubend, ja, ist immer auch schwächend. Und wenn das stattfindet auf der Ebene der sozialen Beziehungen und der Freundschaften, dann führt es über kurz oder lang in die Einsamkeit. Und das ist ja die Krux, in der sich viele von Bindungstrauma Betroffene befinden. Solange wir noch nicht wissen, was mit uns los ist und solange wir bestimmte Dinge in uns nicht erkennen und unterscheiden können. Dass wir uns, um nicht ständig tief verletzt zu werden und nicht ständig einem Zustand, einem körperlichen Zustand ausgesetzt sind, den wir nicht regulieren können und der sehr schwer zu ertragen ist, dass wir uns deswegen zurückziehen müssen, um uns davor zu schützen. Und dieser Rückzug zugleich dazu führt, dass wir immer einsamer werden, was dann natürlich auch wieder Folgeerscheinungen auf den Plan ruft. Und was uns unter Umständen immer einsamer und aber auch immer verzweifelter werden lässt. Und unsere Fähigkeit, gute zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen und entwickeln zu können, immer mehr eindämmt. Gute, stärkende, unterstützende Beziehungen aufbauen und pflegen zu können und zugleich nicht abhängig davon zu sein. Ich sage es jetzt mal so, wie ein Kind von seinen Eltern abhängig ist. Das sind die Kompetenzen eines starken und von Bindungstrauma weitgehend freien Erwachsenenlebens. Und auch wenn wir Bindungstrauma erlebt und erlitten haben,
können wir dahin kommen, dass wir diese Fähigkeiten eben wieder erlernen oder überhaupt erstmal erlernen, indem wir nachreifen und uns die Kompetenzen, die dazu notwendig sind, erarbeiten. Das ist Gott sei Dank heutzutage möglich. Und ein weiterer Hinweis dafür, aus welcher Ecke euer Rückzug kommt, ist, ob ihr, wenn ihr euch zurückgezogen habt, das Gefühl habt, ihr müsst es rechtfertigen, ihr müsst mit anderen viel darüber sprechen und braucht die Unterstützung, die Zustimmung anderer für euren Rückzug. Oder ob ihr für euch ganz klar sagen könnt, naja, das habe ich jetzt so entschieden, für mich ist es stimmig, egal was andere dazu sagen. Ein anderer mag das anders sehen, gut, dann ist er nicht voll informiert oder dann kann er ja das selber machen, wie er will, aber ich bleibe dabei. Wenn wir aus einem starken, sicheren und stabilen Erwachsenenbewusstsein Entscheidungen treffen, dann brauchen wir die Zustimmung anderer nicht dafür. Nett, ja, wenn sie zustimmen, ja, gleichgültig, wenn sie nicht zustimmen. Ja, das können die ja halten, wie sie wollen, die anderen. Wichtig ist, sind wir davon abhängig von der Zustimmung anderer oder eben nicht. Und ich finde es auch nochmal interessant, drauf zu gucken, wenn ihr euch zum Beispiel verletzt fühlt, ja, oder enttäuscht seid, seid ihr verletzt? Also ist es sozusagen eure Person verletzt? Das würde eher auf alte Bindungstrauma hinweisen, würde heißen, alte Wunden werden wieder aufgerissen? Oder ist etwas in der zwischenmenschlichen Beziehung verletzt worden? Das ist eine andere Nummer. Beispiel, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, habe mir lange überlegt, soll ich das Beispiel nehmen oder nicht. Ich nehme es jetzt mal. Es wissen ja einige von euch, dass ich im April diesen Jahres diese Facebook-Gruppe Emotionale Heilung ins Leben gerufen habe, in der sich von Bindungstrauma-Betroffene austauschen können, und zwar in einem sicheren Raum. Und ich habe dazu auch einige Menschen, die ich gut fand, eingeladen, dass sie dort auch beitreten können, wenn sie wollen, und andere unterstützen können. Die dürfen da ruhig auch für sich Werbung machen, wenn das Hand und Fuß hat und eine bestimmte Qualität auch hat, was die machen und anbieten. Und die haben auch eigene Gruppen. Das muss sich da nicht gegenseitig ausschließen. Ich bin da mehr von einem kooperativen Gedanken geleitet als von einem Wettbewerbsgedanken und einem Gedanken, der andere ausschließt. Also ich bin da mehr für Integration und Zusammenarbeit, auch schon deswegen, weil ich meine, wir brauchen sehr viele gute Leute, um das, was an Verletzungen da ist in der Gesellschaft, um das gut auffangen und eben auch heilen oder integrieren zu können. Und einer dieser Leute, die ich in die Gruppe eingeladen habe, der hat dann begonnen, ja, ich würde mal sagen, Fischen in fremden Gewässern. Also er hat dann begonnen, seine Sachen so zu posten, dass er versucht hat, die Mitglieder in meiner Gruppe in seine Gruppe rüberzubringen. Indem er gepostet hat, ich bin da so und so und ich mache immer gute Beiträge, macht der auch. Der macht gute Beiträge, ja, das ist gar nicht die Frage. Die Argumentation war dann so, es ist ihm zu viel Aufwand, alle Gruppen zu bedienen, ja. Es muss man wissen, wenn ihr auf Facebook in eurer eigenen Gruppe was postet, das ist ein Klick, das ist vielleicht 30 Sekunden, ach, wenn überhaupt 15 Sekunden, ein Klick, das ist überhaupt kein Aufwand. Aber für ihn war es ein Aufwand, diesen Klick zu machen. Und deswegen hat er gepostet in meiner Gruppe, liebe Leute, ich bin zu beschäftigt, das ist mir zu viel Aufwand, kommt doch gleich in meine Gruppe. Ja? Und das war etwas, das geht gegen das, was ich vertrete, das geht gegen meine Werte. Ja? Also wenn der gute Beiträge liefert und wenn der sich engagiert in der Gruppe, und daraufhin Leute in seine Gruppe kommen, ist es für mich total okay. Das ist ja jeder frei, in verschiedene Gruppen zu gehen und sich das rauszupicken, was wirklich gut und hilfreich für jeden ist. Aber als Trittbrettfahrer von der Arbeit anderer zu profitieren, das geht bei mir nicht. Das lasse ich nicht zu. Das toleriere ich nicht. Und deswegen habe ich ihn in einer persönlichen, in der PN angeschrieben und habe gesagt, lieber so und so, das ist für mich nicht tolerabel, das hat ein Geschmäckle, bitte lass das, ich habe das jetzt gelöscht, deinen Post, mach das nicht mehr. Und siehe da, ein paar Wochen später,
wieder das gleiche Post. Na, kommt zu mir in die Gruppe. Ich bin überlastet, ich kann nicht alle bedienen. Und dann habe ich diesen Post gelöscht und dieses Mitglied blockiert. Der ist jetzt nicht mehr in der Gruppe, der kann da auch nichts mehr posten. Tut mir sehr leid, ja, weil ich fand schon, dass der gute Beiträge gebracht hat. Und zugleich, das toleriere ich nicht, das nehme ich nicht hin. Das ist für mich eine ganz klare Grenzüberschreitung und geht gegen meine Werte, die ich lebe und die ich auch repräsentiere, auch in der Arbeit, ja, und verkörpere. Und daran hat er sich zu halten und wenn nicht, folgen Konsequenzen. Und zugleich kann ich sehen, dass der gute Beiträge liefert. Ne? Ich bin da auch nicht persönlich sauer. Dennoch lasse ich nicht zu, dieses Verhalten in meiner Gruppe. Das sind für mich die Werte Vertrauen, gegenseitiger Respekt und Achtung vor der Arbeit des anderen verletzt worden, wenn man so will. Ich selber aber bin nicht verletzt worden. Da gibt es in mir keine Verletzung, in mir keine Enttäuschung in Bezug auf diese Person. Und aus meiner Sicht ist es so, ich formuliere es so, dieser Mann hat sich letztlich nicht würdig erwiesen, weiterhin Teil dieser Gruppe zu sein. Und dazu stehe ich voll und ganz und brauche da auch niemandens Zustimmung. Andere können da anderer Meinung sein, können das anders sehen. Das bleibt ihnen überlassen. Ich bleibe dabei. Würde diese Person jetzt hergehen und sich entschuldigen und sagen, ich habe eingesehen, das war voll daneben, es tut mir leid, und sich entschuldigen, glaubhaft entschuldigen, dann wäre ich auch offen und sage, okay, gut, du darfst wieder beitreten, kein Thema. Aber das muss auch nicht sein. Ja. Also davon hängt für mich nichts ab, ob diese Person in der Gruppe ist oder nicht. Der Grund und der Sinn, warum ich solche Menschen eingeladen habe, die anderen helfen können oder von denen ich glaube und meine, die können anderen helfen, war der Nutzen, den die Gruppenmitglieder, die leiden, davon haben. Ja, das war meine Grundmotivation. Ja. Sollten nicht nur hilfesuchende Mitglieder in der Gruppe sein, sondern auch Hilfebietende, damit ein Raum für Heilung entsteht. Und ich sage auch nicht, dass das, was ich tue, der Wahrheit letzter Schluss ist und ich immer recht habe. Und zugleich sind es eben meine Spielregeln. Und vielleicht kann der eine oder die andere auch an meiner Stimme hören, worum es da geht. Und den Unterschied erfassen, den Unterschied spüren zwischen persönlich verletzt sein und dass jemand etwas tut oder sagt, was die Beziehung beschädigt. Und zwar auf der Erwachsenenebene. Und ein weiterer Hinweis ist, immer wenn ihr das Gefühl habt, ein anderer muss sich ändern, damit ihr euch gut fühlt, damit ihr euch sicher fühlt und in der Balance bleibt, dann ist auch das immer ein Hinweis darauf, dass alte Bindungsverletzungen getriggert worden sind. Denn wie ihr aus dem vorangegangenen Beispiel erkennen könnt, wenn wir es auf der Erwachsenenebene lösen, dann brauchen wir das nicht, dass ein anderer sich anders verhält. Ne? Der andere kann machen, was er will. Wir können dann sagen, naja, soll der halt machen, was er will, aber ohne mich. Ja, ich bin da nicht dabei. Wir brauchen das nicht. Der andere kann ja machen, was er will, aber dann halt ohne uns. Ja, wir müssen da ja nicht mitmachen. Das ist eine Entscheidung auf der Erwachsenenebene. Auf der Erwachsenenebene entscheiden wir, und zwar mit guten Gefühlen, wo mache ich mit und wo nicht. Ja, wo halte ich die Verbindung aufrecht und wo nicht? Wo lohnt es sich, ein Gespräch zu führen und wo ist Hopfen und Malz verloren? Ja, zum Beispiel, wenn ihr es mit einem Narzissten oder einer Narzisstin zu tun habt, braucht ihr keine Gespräche zu führen, wird nichts bringen, weil die ticken total anders. Die sind nicht an Harmonie und Einigung interessiert, die sind an anderen Dingen interessiert. Wenn man das nicht weiß, dann wird es schwierig. Aber das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Umgang mit Narzissten. Und da gibt es tolle Kanäle von der Artemis aus Nürnberg, Hilfe für Opfer von Narzissten. Verlinke ich euch oben rechts in der Infocard. Kurzum, auf der Erwachsenenebene könnt ihr entscheiden, was ihr an Verhalten toleriert und was eben nicht. Und könnt die andere Person lassen, wie sie ist. Ihr seid nicht angewiesen darauf, dass sich die andere Person ändert, damit ihr euch gut fühlt. Und das ist ein wichtiger und starker Indikator dafür,
ob euer Rückzug aus einer inneren Verletzung von früher kommt oder aus einem starken und selbstsicheren Erwachsenenbewusstsein. In diesem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, eure Marion Weber. So, meine Lieben, das war's für heute wieder mal von mir. Ich hoffe, ihr profitiert vom Zuhören und habt neue Erkenntnisse für euch gewonnen. Und wer jetzt Lust hat, der kann gerne meiner eins dafür gegründeten Facebook-Gruppe Emotionale Heilung, verlinke ich euch unten in der Beschreibung, beitreten. Dort könnt ihr euch gemeinsam mit anderen in einem geschützten und von mir engmaschig begleiteten Rahmen austauschen. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch und natürlich auch, wenn ihr diesen Kanal weiterempfehlt, damit möglichst viele Menschen davon profitieren können. Und denkt immer dran, Mission Possible. Heilung ist möglich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, eure Marion Weber.